Hi, ich bin Mine und ich zeige euch jetzt meine Top 5 Brillen. Also das hier ist mein Platz 5. Die trage ich gerade irgendwie am meisten. Das ist meine Geburtsbrille, die habe ich mir selbst geschenkt, weil ich geboren habe. Und das ist keine Vintage, das ist eine Gucci von jetzt. Das Geile ist, dass sie so gelbe Gläser hat und man kann sie einfach auch in der Bar tragen. Man sieht trotzdem noch was. Das ist mein 4. Platz. Ich glaube, das ist eine Carrera, aber ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Ich liebe die, weil die so im Detail so geil designt ist. Und die habe ich aus Lissabon. Ich habe nämlich so einen Tick, dass wenn ich mal reise, dann suche ich mir immer einen geilen Brillenladen. Und wenn ich dann eine sehe, dann muss ich sie mir mitnehmen. Ja, und die mag ich sehr. Das ist mein 3. Platz. Bia Color Vision, das ist eine Vintage-Brille. Aber ich habe mir neue Vintage-Gläser einsetzen lassen. Ich finde die so geil. Ich finde, ich sehe aus wie eine Superheldin damit. Oder? Das ist mein Platz 2. Eine Gucci-Vintage-Brille aus den 70ern. Männer sehen aus wie ein Zuhälter. Ich sehe damit sehr gut aus. Ich liebe die so sehr. Ich habe die vor 5 Jahren fast jeden Tag getragen. Jetzt ist sie schon ein bisschen im Arsch. Aber ich mag sie immer noch sehr gern. Deswegen ist es mein Platz 2. Und das ist mein Platz 1, die habe ich ganz neu. Das ist eine Casanova Limited Edition. Der hat so eine Reihe gemacht mit Brillen, die sich um Ehrgeiz drehen und um so Achievement. Es gibt auch so eine Brille, da ist so eine Treppe drauf und da läuft so ein Männchen hoch. Ist auch übelst geil. Aber da sehe ich ein bisschen aus wie ein verrückter Professor. Deswegen habe ich mich für den Tennisschläger entschieden. Aber man kann sie auch so täglich tragen, obwohl sie super special ist. Ich bin Mine und das waren meine Top 5 Brillen.